Erinnern Sie sich noch an Ihr Lieblingsspielzeug? In unseren Köpfen sind gerade die Dinge, die unsere Kindheit geprägt haben, ja oft keineswegs verblasst, sondern bunt und lebendig. So geht es auch vielen, die in der DDR aufgewachsen sind, mit besonderen Erinnerungen an die Laster, Brettspiele oder Figuren, mit denen sie in besondere Welten abgetaucht sind. Einige dieser Dinge sind schon weit über 30 Jahre alt und man kann sie jetzt noch mal neu entdecken in einer besonderen Ausstellung in Chemnitz. So sehen sie also aus, die Kinderträume aus früheren Tagen. DDR-Spielzeug, wohin das Auge blickt. Autos, Eisenbahnen, Brett- und Konstruktionsspiele, Bekanntes und Raritäten. Es ist fast alles dabei im Chemnitzer Fahrzeugmuseum. Darunter auch dieses Mondauto aus den 60er Jahren, ausgestattet mit Spezialeffekten. Da ist ein Ventilator drin und der hebt diese Styroporkugel an, besonders wenn die Batterie voll ist. Es blinkt, es fährt, man kann es so fahren lassen, wenn es anstößt, fährt es durch den Raum und fährt wieder zurück. Das gibt es ja heute noch, diese Art Spielzeuge. Einiges war aber auch den Museumsmachern noch nicht bekannt. Für die Ausstellung über Spielzeuge in der DDR starteten sie einen Aufruf in den sozialen Medien. Viele meldeten sich, brachten ihre persönlichen Lieblingsstücke vorbei. So auch Thomas Kempe. Der Chemnitzer ist auf DDR-Brettspiele spezialisiert, hat fast 4000 davon gesammelt. Es sind halt so ein paar interessante Sachen dabei, wie halt dieses Reiseland Deutsche Demokratische Republik. Man sieht halt, wie man sich die Gesellschaft gedacht hat. Und hier sind halt so Sachen dabei, die ganz interessant sind. Reise rund ums Mittelmeer ist ja jetzt nur wenig das, was man damit verbindet, was man zur DDR-Zeit machen konnte. Mehr als 200 Exponate sind in der Ausstellung zu sehen. Darunter auch ferngelenkte Modellautos. Was auffällt, obwohl aus DDR-Produktion, handelte es sich oft um Westmarken. Und was für welche? Ferrari, Alfa Romeo oder Chevrolet? Ich denke einmal, man hat die bunte weite Welt ins Kinderzimmer holen können. Wenn man schon nicht hinfahren konnte, konnte man wenigstens damit spielen. Und sehr wahrscheinlich auch für den Export. In der DDR viel Spielwarenindustrie ist ja ganz viel in den Export gegangen, dass man eben harte Währung ins Land holt. Auch Klassiker wie Kaufmannsladen oder Modellbahn umfasst die Schau. Spielzeugträume aus der DDR. Wer mal wieder staunen will, ist eingeladen, im Sächsischen Fahrzeugmuseum vorbeizuschauen. Ja, bunt abtauchen kann man derzeit auch herrlich beim Radeln oder Spazieren gehen in unseren herbstlichen Wäldern, selbst wenn es erstmal weiter recht feucht wird. Leichter Regen oder Niesel ziehen in der Nacht von der Mitte südwärts. Im Norden gibt es bei einem lebhaften Wind Schauer. Tagsüber regnet oder nieselt es im Norden und Osten zeitweise und es ist windig. Die größten Auflockerungen gibt es im Südwesten, aber auch in der Mitte am Nachmittag Lichtblicke. Am Tag steigen die Temperaturen an auf 4 Grad im Erzgebirge und 13 Grad in Nordfriesland. In der Nacht zu Freitag ist es im Norden windig und mild bei 12 bis 8 Grad, im Süden bis minus 3 Grad.